Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider Anniversary. Oh, wo waren wir denn? Nicht hier. Okay, wir können jetzt zwei Parts machen. Ich hoffe, das reicht in den 2 Minuten. Ich hoffe, das reicht wirklich in den 22 Minuten. Maximal, ne? Aber ich glaube ja nicht. Denn es fängt schon an zu ruckeln. Und ruckeln ist im Moment gar nicht gut. Dem ist Gewicht nicht mehr außer. Ja, Tatsache, wir sind hier. Ich wünschte, es wäre nicht so, aber wir sind wirklich hier. Bevor ich einen Fehler wie ist denn das? Danke. Ich weiß, dass da Krokodile zu sind. Ich überlege nur gerade, wie es jetzt weitergeht. Soll ich jetzt... Böse Ratte. Muss ich jetzt zuerst... zum... Artefakt oder... das ist kompliziert. Da sieht man, wie die... Ich glaube, man kann es sogar im Video selbst sehen. Da sind zwei Krokodile. Die einfach darauf warten, dass ich reinspringe. Aber vergisst es. Ich aktiviere doch lieber zuerst den Hebel. So. Ich weiß nicht genau, was ich machen muss. Ich glaube, dafür brauche ich doch 32 Minuten. Haha. Die bewegen sich sowas von genial. Wenn sie sich bewegen sollen. Jetzt bewegen sie sich. Seht ihr? Da, wie sie langsam zu mir ankommen. Hilfe! Hilfe! Sind dicht hinter mir. Hilfe! Zu weit weg. Hab. Ein. Okay, doch. 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 Das ist Akt 1. Akt 2 folgt zugleich. Diese Kiste brauchen wir demnächst. Für irgendwann mal. Für irgendwann mal. Und Plan 2. Genau. Folgt hier links. Entweder ist es ein Artefakt oder ich weiß selbst nicht. Danke. Loslassen. Zum Artefakt, ja. Gut, dann heißt es... Adieu. Und schieben. Okay, ziehen. Wie schnell das doch weggeht, ne? Einfach herrlich. Einfach brillant. Brillant. Entweder gehe ich jetzt den Fußmarsch. Ich gehe den Weg. Jetzt kommen sogar Krokodile aus Wänden. Andere. Ha. Getroffen. Danke. Und ihr drüben. Wie geht? Und schieben, schieben, schieben. Ich weiß gerade nicht wohin. Schieben, schieben, schieben. Ah. Schieben, schieben, schieb. Schieben, schieben, schieben. Mit ein bisschen Trickserei kriegt man eigentlich das auch mit einer Kiste hin.
Tricksereei, wohlgemerkt. Warte, man muss nur gucken, was mal aufgeht und was nicht. Kontrollpunkt. Warten Sie, bleiben Sie stehen. Hier ist eine Kontrolle. Ich wiederhole eine Kontrolle. Sie dürfen nicht weitergehen. Ich wiederhole. Ich sagte nicht weitergehen. Das müssen wir machen. Aber es gibt einen Plan Y. So. Okay, gut. Man braucht doch zwei Kisten. Ach. Gut. Jetzt müssen wir nach oben. Hier längs? Doch nicht. Da längs. Ich hoffe, das klappt wie geplant. Hopp. Links und rechts und hoch. Hoch. Schwung. Eigentlich eine leichte Kletterpartie. Dennoch schwer. Chance 1-0 Spieltipps. Willkommen zurück. Nach 2 Wochen Pause. Hopp, hopp. Ich will nur noch ein einziges Mal runter. Mehr nicht. Ich hoffe, die Kiste geht nicht auch mit hoch. Obwohl, die ist irgendwie sehr schwer. Aber nicht so schwer, dass Lava sie nicht tragen kann. Psst, du des Wahnsinns. Weiter, weiter, so nah wie möglich. So, und jetzt dürfen wir wieder ausschalten und nochmal nach unten. Ich sagte, ich kenne jedes Level von Crystal Dynamics auswendig. Von Chor so halb. An Tumult 2 Venedig kann ich mich gar nicht erinnern. Ja. Jetzt kommt der berühmte Trick. Und ziehen. Lieber lassen wir das auch so. Aber schon brillant. Wie man leicht die Levels leichter machen kann. Ja. Sind halt Levels,